Im Februar 2020 rast ein silberner Mercedes-Kombi in den Rosenmontagszug in Volkmarsen. 90 Menschen werden dabei teils schwer verletzt. Seit heute wird dem mutmaßlichen Amokfahrer Maurice P. der Prozess gemacht, und zwar am Landgericht Kassel. Weil das aber so ein Mammutprozess ist, weil so viele verletzt worden sind, weil es so viele Betroffene gibt, hat man sich dazu entschieden, eine Messehalle anzumieten hier in Kassel, und zwar die Messehalle 5, damit eben alle, die betroffen waren und sind, die Möglichkeit haben, hier dabei zu sein und zuzuhören. Heute, der erste Prozesstag, ging relativ schnell vorüber. Die Anklage wurde verlesen und da ging es hauptsächlich erst einmal darum, alle Verletzungen der 90 Verletzten aufzuzählen. Also das war wirklich sehr detailreich. Da ging es um Knochenbrüche, um Kopfverletzungen, aber eben auch um diese psychischen Folgen, mit denen die Betroffenen zu kämpfen haben. Und dann wurden unter anderem noch 4 Videos gezeigt. Eins davon zeigt die ganz zufällig aufgenommene Zeit am Anfang der Tat, also als dieser Mercedes-Kombi in die Menschenmenge rast. Vorher alle noch gut drauf, man hört die typische Karnevalsmusik, alle feiern, rufen Schuri, und im nächsten Moment schreien viele Menschen um Hilfe und sind einfach nur verzweifelt, die Lage ist völlig unklar. Ja, und so hat heute der erste Prozesstag geendet. Es sind Termine angesetzt bis Mitte Dezember und dann könnte möglicherweise ein Urteil fallen.